Ja, ich zeige euch halt mal, wie man genau diese schöne alte Fresse herkriegt. Man braucht ein wenig Latexmilch. Da ist die Kamera. Latexmilch. Ein Schüsselchen zum Anrühren. Einen schönen Malerpinsel. Und etwas für den Feinen. Das erste Mal natürlich nimmt man ein wenig Make-up. Da kann man zunehmend ein bisschen Stift oder auch aus einer Palette. Grundierung nimmt man, dann tupft man ein wenig. Ich kann euch das gerne ein wenig zeigen. Mit einem Schwämmchen dieses Make-up auf die Haut, damit eine kleine Grundierung entsteht. Das Ganze macht man schön gleichmäßig. Und dann fängt man an, filigran zu arbeiten. Man kann einen kleinen Eyeliner-Stift nehmen, Augenbrauenstift, was auch immer ihr dann gerade da habt. Von mir aus auch ein altes Kohlestift oder sowas. So, damit zieht man ein wenig die Fältchen nach. Schön fein hier an der Oberlippe, am Kinn, die kleinen Lachfältchen am Auge. Dann nimmt man einen etwas gröberen Pinsel, der ist jetzt schon ein bisschen voll mit Latex, das macht aber nichts, euer ist bestimmt sehr fit. Dann nimmt man einen etwas gröberen Pinsel und aus seiner Farbpalette, Augenbrauenpalette, wie auch immer, und versucht mit einem schönen Schwung die etwas gröberen Züge wie hier am Kinn, Nase, schön irgendwie auf die Augenlider und hier auf die Stirn. Dann nehmt ihr einen Pinsel, Puder, nehmt dieses Puder, den Pinsel und verreibt sozusagen die ja, nachgezeichneten Linien, damit die nicht ganz schwarz sind, sondern eine kleine Schattierung entsteht. Nachdem ihr das gemacht habt, kommt nun der schönste Teil und der etwas schwierigste Teil. Am besten, ihr nehmt euch ein kleines Schüsselchen. Ihr könnt einen Make-up-Schwamm, ihr könnt aber auch einen Malerpinsel nehmen, so wie ihr das am besten habt. Latexmilch. Es gibt spezielle Altmachmilch, auch in diversen Make-up-Shops. Ich habe hier eine ganz normale Gummimilch von Kriolan genommen. Die ist sehr gut, sehr ergiebig und macht alles das, was ihr wollt. Ihr schüttet das nun in diese schöne Schüssel und dann kommt es eigentlich schon drauf an. Mit dem Pinsel, gerade für die großflächigen, ich nehme jetzt mal den für die kleinflächigen Stellen, müsst ihr die Haut auseinanderziehen, sodass sie schön gestrafft ist. Also stellt euch vor, Miss Carven lässt sich liften. So. Und dann zieht ihr die Haut schön auseinander. Am besten hier erstmal testweise am Augenlid. Ich kann das jetzt nicht machen, weil es ist jetzt schon fertig. Nehmt ein wenig Latex und streicht es auf genau diese Stelle. So, hier bei dem müsst ihr richtig schön auseinanderziehen. Streicht es auf die Stelle. Entweder macht es selber oder lasst es helfen. So. Wenn ihr das so, ihr müsst es die ganze Zeit halten, 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 es ist dann weiß. Dann nehmt ihr den Föhn und mit dem Föhn versucht ihr das Ganze trocken zu machen. Wenn ihr gerade keinen Föhn habt, weil ihr gerade auf Reisen seid, keine Ahnung, dann lässt ihr es einfach trocknen, macht es so schön. Am besten ist aber der Föhn. Das mal, wiederholt ihr einfach mal 3, 4 Mal. Immer schön auftragen, föhnen, trocknen lassen, auftragen, föhnen, trocknen lassen. Und am Ende habt ihr genau diese Fältchen, die dann zum Vorschein kommen. Wenn ihr dann fertig seid, dann seht ihr natürlich hier die Schattierung, die ein jeder alter Mann, wenn er Falten hat, hat. Und wenn ihr mit allem fertig seid, dann habt ihr letztendlich genau diesen Look. Wie kriegt man die Haare hin? Ganz einfaches Mittel. Puder, ihr könnt Babypuder nehmen, ihr könnt aber auch Trockenshampoo nehmen oder auch Haarpuder. So,
Das schüttet ihr auf eure Rübe. Und wichtig ist, ihr könnt es zwar mit einem Kamm einkämmen, aber auch dann verfliegt sozusagen die Farbe. Am besten einfach mit der Hand, mit den Fingern schön einfach eindrücken. Wenn ihr das mehrmals macht und natürlich die halbe Dose verwendet habt, dann habt ihr genau diesen alten grauen Haarlook. Der Vorteil ist halt, im Gegenzug zu Farbe, es lässt sich einfach wunderbar und leicht rausschwatzen. Ja, jetzt müsst ihr euch nur noch so benehmen wie so ein alter Sack, ne? Ja, und dann ist das eigentlich schon fertig, ne? Und dann geht ihr einfach mit Opa Franz mal auf die Straße und versucht mal, die netten, hübschen Mädels anzupacken. Bisschen sabbern noch, ne? Und nebenbei auch mal einschlafen. Vielen Dank fürs Zugucken. Daumen hoch, abonnieren, fertig. Thank you.
People.